Hallo, ich zeige euch heute, wie man in Photoshop Models oder Personen richtig freistellt. Das Ganze ist ein recht einfaches Verfahren, das geht ziemlich schnell, ohne viel Probleme. Anfangen tun wir das Ganze mit dem Schnellauswahlpinsel. Wir stellen eine schnelle Auswahl von der Person, die wir freistellen wollen. Das Ganze muss nicht hundertprozentig genau sein, es reicht, wenn die groben Umrisse ausgewählt sind. Sekunde, machen wir das schnell. Gut. Da noch ein wenig und das Ganze ist geschafft. Gut, das reicht soweit. Dann gehen wir, okay, da haben wir noch was vergessen. Dann gehen wir auf Refine Edges. Oder Kanten finden auf Deutsch. Wählen unter View on Black aus. Dadurch wird das Bild, also das Ausgewählte, mit Schwarz hinterlegt. Gehen auf dieses kleine Werkzeug hier. Nehmen uns einen etwas kleineren Pinsel, dass die. Gut, dass man die Kanten schön umranden kann damit. Und dann ganz einfach da, wo normal die Haare sein sollten, die jetzt von Schwarz verdeckt sind, einfach mit dem Werkzeug mit gedrückter Maustaste drüber fahren, alles nachfahren und wenn alles umrandet ist, einfach loslassen. Photoshop entfernt dann den Hintergrund und stellt die Haare automatisch frei. Das Ganze machen wir hier drüben genauso. Schauen wir mal, da sind noch welche und da sind noch welche. Gut. Und wie ihr seht, hat Photoshop in kürzester Zeit die Haare freigestellt. Wir klicken auf OK und sehen, wir haben eine schöne Auswahl. Können das Ganze jetzt mit STRG-X ausschneiden und beispielsweise auf ein anderes Bild übertragen. Ich habe hier eine Fläche vorbereitet, um euch das zu zeigen. Und ihr seht, jedes einzelne kleine feine Haar wurde mit kopiert. Ja, das war's eigentlich schon. So einfach ist das Ausschneiden oder das Freistellen in Photoshop. Es gibt viele Tutorials, wo das Ganze viel komplizierter gezeigt wird, aber ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.